Keine Nächtlicher Sorge, Angriff der Feinde. Wir werden die Klinge des Schicksals finden und befreien. Genau wie diese Gefangenen. Kinners? Mir wäre wesentlich wohler, wenn wir wüssten, was ihnen so. Wir werden angegriffen. Bin schneller als ein Centaur. Oh ja, los geht's! Den Tod fürchte ich nicht. Ich habe nur keine Lust, von einem Pflanzenmonster verspeist zu werden. Wer hat das schon? Wohl wahr. Ich bin hier, um mit einem Altdrachen zu kämpfen. Nicht mit der hat eine geile Stimme. Riesengemüse. Ich mag Get. Get ist super. Ziel in Sicht. Ihr werdet den Drachen dienen, selbst im Tod. Bleibt zusammen. Lasst nicht zu, dass sie noch jemanden schnappen. Ist ja gut. Ist gut. Aber nehmt den Kopf und die Lautstärke runter. Sonst seid ihr als nächstes dran. Oh ja, los geht's. Oh, da ist jemand gestorben. Oh, ein Gerüchteagent. Nein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, wir sollten den hier als erstes erledigen. Gespannt und bereit. Au. Schmerz für Schmerz. Ich habe versagt. Das hast du wohl. Okay, Zeit für den Almighty Versorgungsabwurf. Spürt die Wut. Natürlich bin ich genau reingelaufen gerade. Hey, Unkrautreinigerin. Das ist der Lauf der Dinge. Oh, das sind aber ganz schön viele Effekte hier, mit denen ich zu kämpfen habe. Männer, ich verstärke euch. Hier, nehmt noch einen Heiltrank mit. Oh. Fetz! Ach, das ist doch die Lichtbringerin, oder? Ich meine, das war die Lichtbringerin. Ja, Mann! Schärft eure Klingen und schützt eure Eingeweide. Ich bin wieder da. Ridlock! Und er ist ein verdammter Wiedergänger. Ja, Mann! Ja, jetzt wird gefetzt, Freunde. Jetzt wird gefetzt. Ich werde euch brechen. Ich fühle mich gut. Lock, Ridlock, Ridlock, Ridlock. Oh, das war knapp. Da wäre ich fast drin gestanden, aber das haben wir gerade noch so hinbekommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schmerz für Schmerz.
Oh shit! Jawoll! We did it! Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich mich euch anschließe. Na, ein bisschen schon. Sah so aus, als bräuchtet ihr Hilfe. Ach, Quatsch. Tribun? Ihr lebt. Aber wo wart ihr denn? Und was ist das für neue Magie, die ihr einsetzt? Später, Junges. Ihr braucht nur zu wissen, ich bin wieder da und besser denn je. Jetzt gilt es erst einmal, Freunde zu retten und Drachendiener zu töten. Ridlock hat recht. Wir müssen die Klinge des Schicksals finden und dann schnappen wir uns Mordremos vor seiner eigenen Haustür. Gehen wir, Tribun. Zeit, einen weiteren Drachen zu töten. Da draußen sind noch mehr blasse Räuber. Ich würde sie gerne versammeln und das Kommando übernehmen. Als reine Silvari-Einheit können wir uns gegenseitig überwachen und vor Gefahren von innen und von außen schützen. Sollte einer von uns Anzeichen des Versagens zeigen, werden die anderen tun, was getan werden muss. In Ordnung. Meine Erlaubnis habt ihr. Viel Glück, Larantir. Mal herhören. Wir brechen das Lager ab. Bringt die Verwundeten in die Silberwüste. Larantir bleibt hier und sichert das Gebiet. Danke, Kommandeur. Ich begebe mich in höher gelegenes Gebiet. Die blassen Räuber wurden unterwiesen, dorthin zu gehen. Und sprecht bitte mit einigen der blassen Räuber, die wir gerettet haben. Sie könnten wertvolle Informationen gehört haben während ihrer Gefangenschaft. Okay. Ah, Luftschifföl, schön. Bereit für mehr. Ich sah euch in die Nebel eintauchen. Wo seid ihr denn gewesen? Wie habt ihr neue Magie gelernt? Ja, schaut, die Geschichte ist voller legendärer Figuren. Helden und Bösewichte, Idole und Monster. Während ich in den Nebeln war, habe ich gelernt, mir ihre Kraft zunutze zu machen. Klar? Klar. Aber ich habe noch viel mehr Fragen. Spart sie euch. Wir haben eine Mission zu erledigen, Soldaten. An die Arbeit. Ja, Dragonit, hast du gesagt, dass es ein cooles Ende hat. Das ist wahr. Oh, jetzt kann ich es kaum erwarten, das nächste Dingsbums zu spielen. Oh, das ist ja eine tolle Rüstung. Herzlichen Dank. Seht euch um. Hi. Ich verstehe ihn nicht, aber er scheint einige Gegenstände zum Verkauf anzubieten. Ach so, den muss man erst freischalten. Die Itzel-Sprache. Cool. Wir kamen als Eroberer, aber Mordremos streckte sich und riss uns vom Himmel. Wir arbeiten mit den einheimischen Itzel zusammen, um vor Anbruch der Nacht unsere Stellung zu sichern. Sie sagten uns, dass es nachts hier noch gefährlicher ist. Okay, meistert die Grundlagen des Gleitschirms, um eure Reise fortzusetzen. Na, das würde ich ganz gern machen jetzt. Beherrschungen. Gleiten. Ah, okay. Ich muss quasi leveln, damit ich jetzt, okay. Na, dann leveln wir halt eine Runde. Lass uns hier ein bisschen rumlaufen und lass uns hier so ein bisschen Spaß haben. Muss ich aber jetzt, glaube ich, wechseln, oder? Oder ist das automatisch gewechselt? Nicht, dass ich jetzt weiter Tyria... Nee. Grundlagen des Gleitschirms, alles klar. Okay. Das heißt, wir müssen Events machen, wahrscheinlich. Und... und aufsteigen quasi. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Nee, der Taschenraptor sowieso nicht. Den mache ich alle. Ich fühle mich gut. Die machen aber gut Schaden, die Taschenraptoren. Das war knapp. Ich schlafe völlig ab hier. Also die,
Die halten nicht viel aus, ne? Aber die machen schon. Die machen schon böse, böse Schaden. Uahaha. Naja, gut. So, pass mal auf. Ah, ich kann nur Hot leveln, okay. Ich hätte mehr von Mordremot erwartet. Ah, das geht relativ schnell, ne? Ein paar dieser Events und schon hast du das Ding. Nebenbei ein paar Taschenraptoren abfackeln, weil es so lustig ist. Just for the fun. Endlich in Sicherheit. Könnte aber mal ein bisschen hier rumlaufen. Oder ist schlecht ohne Gleitschirm, ne? Hier rumlaufen. Ist keine so gute Idee, vermute ich jetzt mal. Hier ist Luftschifffracht. Was mache ich damit? Oh! Oh! Cool! Schmerz für Schmerz! Da müssen sie schon härter zuschlagen. Ihr wollt kämpfen? Dann kommt bloß her! Taucht quasi alle paar Sekunden oder alle paar Minuten so ein Veteranensteinkopf auf. Und mit dem kannst du dann quasi leveln. Das ist wieder Luftschifffracht. Das ist echt geil. Luftpilz. Ah. Okay, können wir noch nicht nutzen. Ah, ich brauche eine Brechstange. Woher bekomme ich Brechstangen? Da ist wieder einer. Da ist ein paar. Ah, da. Hey, kleiner Mann. Ein Wunderwerk der Technik. Bleib doch mal stehen. Hab dich doch nicht so. Sie haben dir zur Schnecke gemacht. Next one. Muss ich nur ein bisschen beeilen, immer. Weil natürlich viele andere Spieler dieselbe Idee haben. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Was auch gut ist irgendwie. Erfrischend. Ach, bei Events bekomme ich die. Okay. Nebelwächterhelmfutter. Was bringt mir das? Ist das ein Handwerksgegenstand oder wie? Ha, da ist wieder einer. Jawohl. Bleib stehen, du Lump.
Du Lümmel! Du Schlingel! Na, der nächste. Wir haben es fast geschafft. Oder? Aua. Drecksviecher. Das war knapp. Ich schlafe völlig ab hier draußen. Eine Brechstange habe ich jetzt keine mehr, glaube ich, aktuell. Glaube. Geschwindigkeitsverstärkungspilz. Ah, muss ich wahrscheinlich auch erst lernen, ne? Ja. Müssen wir auch erst lernen. Ach, da kann man sich eine Rüstung bauen von diesem Teil. Das ist gut. Das finde ich sehr gut. So, was ist hier so los? Kann man tiefer in den Dschungel gehen? Große Luft. Zeit, echten Schaden zu richten. Käfer im Geäst. Ein Abenteuer. Das nehmen wir mal mit. Schau mich jetzt mal hier so ein bisschen um. Das ist schön hier. Das gefällt mir hier. Kann das sein, dass das ein ganz schön, dass das ganz schön große, also dass die Add-on-Gebiete ganz schön groß sind an sich? Ja, das sind die Itzel, oder? Hey Itzel! Ja. Ja, ja. Sieht aus wie Frösche. Haha, ein Frosch. Man nimmt es hin. Warum ist euer Himmel voller Rauch? Die Itzel. Oh, nee. Die Itzel sind sehr lustig. Muss ich sagen. Hört sich an, als würde so ein kleines Kind einfach vor sich hin brabbeln. Achso, hätte ich gar nicht gemusst. Warte. Ich kann einfach hier rauf, um hier runterzufallen. Mist. Gerade hatte ich es noch. Könnt ihr uns helfen? Ich würde gerne. Du willst nicht wissen, wie riesig die Map noch wird. Ich freue mich. Die Geräusche sind sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das sind sehr, sehr tolle Geräusche. Genau. Ja, Yui. Ich glaube, ich gehe wieder zurück zu Magumas Bresche. Da waren ein paar mehr Events. So, dann machen wir mal die letzten Erfahrungspunkte noch. Hui! Ein kleines Event müsste noch erscheinen, dann hätten wir es. Dann können wir endlich gleiten. Ist da eins? Ist da eins? Nee, das ist sonst wo, ne? Mist. Boah, ihr gebt mir auf den Keks, ey. Mal auf, Freunde.
Raketenwerfer aufs Maul. Oh, jetzt habe ich einen verschlafen. Mist. Und wer ist schuld? Das Viehzeug hier. Ihr seid schuld. Euch töte ich jetzt. Aus diesem Grund töte ich euch jetzt alle. Das ist irgendwie so ein bisschen wie ein Tutorial gerade, ne? So. Grinde dich erstmal an kleinen Tierchen hoch und dann kannst du weiter, mein Freund. Wir haben dir neulich schon mal gesagt, dass du die Taschenraptoren hassen wirst. Ja. Dann habe ich gefragt, was? Taschenraptoren? Und dann habe ich keine Antwort mehr bekommen. Oh, wo geht's denn hier hin? Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht, aber ich möchte. Vielleicht bringt mir das ja auch diesen Level ab, den ich noch brauche. Bin ich hier einfach ein bisschen auf Erkundungstour. Pilzbomber! Sehr schön! Oh, hallo! Wow! Bergungsmaterialgrube ist auch wieder so ein Abenteuer. Veteran-Dschungelspinne. Das würde sich gut anhören. Aber ich weiß nicht, wo die ist. Wahrscheinlich über uns irgendwo oder unter uns. Oder irgendwo im Nirgendwo. Aua. Okay, Freundchen. So nicht. Bin schneller als ein Centaur. Ich mag dich vielleicht nicht treffen, aber mein Raketenwerfer tut's, Schnuckelhase. Das ist über uns, der Punkt, okay. Mist. Au. Ich glaube, ich sollte doch wieder zurück. Ich glaube, dort werde ich schneller mein Gleiten bekommen. Wäre ich jetzt dort drüben geblieben, hätte ich das wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon gehabt. Dummer Bombardin. So, da ist ein Steinkopf. Den holen wir uns jetzt und dann haben wir das. Jawohl. Bereit für die Beherrschung. Woo. Kabam. Achso, ich muss das immer so in der Reihenfolge machen. Das heißt, ich muss jetzt hier die Aufwindverwendung. Oder wie? Ah, nee. Gleiten wäre das. Ich nehme mal die Aufwindverwendung. So, das heißt, ich kann jetzt gleiten, oder wie? Sehe ich das jetzt richtig? Okay, findet den Speer der blassen Räuber und sprecht mit ihm. Gut.